Und das hatte er hier auch vor. Aber die Geschichte, ja, wollte ich sagen, geht gut aus für die Oldenburger. Aber der nächste Ballverlust von Hassani Gravitz, Nick Weller-Babb, Extrapass, Corey Walden. So viel Platz hat er noch nie. Mal früh einpflegen. Aber so wird es dann halt am Ende ein Assist für den Point Guard der Münchner. Bayern steht bei mir im Scout. Jetzt nimmt sich den Wurf. Er kann bisher von außen gerade überhaupt nichts treffen, aber Akbar Koko arbeitet. Nick Weller-Babb ist unterwegs im Fastbreak gegen Holyfield. Mit Foul. Tanja Platz gegen Gillespie findet Jani Witzel und Gillespie trifft ihn am Zenit. Obst in der Transition, der Sidestep, Dreierfeld. Nochmal Gillespie ganz weit oben. Seine Fähigkeiten als Beschützer des Rings mehrfach schon demonstriert in dieser Saison. Und boah, fast der nächste Ball war los an die Obst. Der landet irgendwie noch in den Händen von Cassius Winston. Der mit dem Lob für Nick Weller-Babb. Lucic für 3. Und das zeigt so ein bisschen das Chaos dieses Spiels. Er dachte sich 30 mehr als 2. Also bei der Hangtime. Ja, er merkt, den kann ich nicht selber vollenden. Und dann passt er den ihm nach unten fallen. Perfekt in die Shooting Pocket von Lucic. Also das ist ein hochanspruchsvoller Pass. Es ist wirklich alle Zeit der Welt noch für alle möglichen Ausgänge in diesem Spiel. Obst findet Gillespie! Hartes Abrollen von Gillespie und da versucht Thiemann noch den Einschlag zu verhindern. Und Gillespie für den Bonus-Freiwurf an die Linie. Er hatte vorhin ja schon mal dieses Highlight-Play am anderen Ende, das ein bisschen Feuer reingebracht hat. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.